Die expressionistische Kulisse in das Kabinett des Dr. Caligari, der Maschinenmensch Maria in Metropolis oder der blutende Drache in den Nibelungen. Diese Filmbilder hat jeder irgendwann irgendwo schon mal gesehen. Sie sind Teil der Ära des Kinos während der Weimarer Jahre. Die Ausstellung Die Sprache des Stummfilms, welche derzeit in der Bibliothek der Universität Erfurt gezeigt wird, stellt jedoch nicht die Filme selbst in den Mittelpunkt. An der Filmpublizistik hat mich hauptsächlich gereizt, dass es quasi Terra Incognita ist, also ein Gebiet ist, auf dem bisher noch kaum jemand gearbeitet hat. Es gab schon Ausstellungen über große Filmplakate, über Fotos zum berühmten Film, über die Mode im Film, über Science-Fiction-Filme. Aber über die Medien, die über das Medium Film berichtet haben, gab es bisher noch nichts. Und diese Lücke zu füllen, war uns doch ein Anliegen. Zigarettenbildchen, Autogrammpostkarten, Kalender und Filmzeitschriften sind einige der 350 ausgestellten Exponate, welche zum Aufstieg des noch jungen Mediums Film beigetragen haben. Das ist ganz wichtig für den Erfolg, dass so ein Medienverbund sich hat etablieren können und dass jetzt zum Beispiel Gesichter durch diesen ganzen Verbund hindurch sich bewegen können. Ich kann also den Star auf der Leinwand sehen, ich kann den in der Illustrierten sehen. Ich kann den vielleicht sogar in der Tageszeitung im Feuilleton sehen, wenn es ein großer Star ist, kommt da vielleicht auch mal ein Bericht drüber. Da ist vielleicht kein Bild, aber ein Bericht. Ich kann die Postkarte sammeln und so weiter. Also das taucht überall wieder auf und so entsteht dieser Medienverbund. Während das Publikum mit reger Anteilnahme das Leben und Leiden der Schauspieler verfolgte, diskutierten die Philosophen und Künstler der Moderne über den ästhetischen Anspruch des Kinos. Die Reaktionen waren eigentlich zunächst mal ein ganz großes Staunen. Man sah zu, wie dieses Medium sich sehr schnell ausbreitete und an Einfluss gewann. Und man rätselte natürlich herum, was ist dran an dem Kino, dass es enorme Zuschauerzahlen so schnell produziert hat, dass es jetzt sogar neben den alten Kulturinstitutionen steht. Und das andere, wenn Sie so sagen, die Reaktionen darauf, wie wurde das eigentlich angenommen? Man hat natürlich dann auch schon versucht, das eigene des Kinos herauszufinden. Wie verändert das Kino unsere Wahrnehmung? Warum ist es ein adäquater Ausdruck unserer Zeit? Also unserer damaligen Zeit, der Moderne. Und der Film schaffte es mit seinem Gestaltungspotenzial, auch die anderen Medien zu beeinflussen. Das Kino wird für einen ganz kurzen Zeitausschnitt, genau in dieser Phase, vor allem der 20er Jahre, so etwas wie eine Leitkunst. Dient also den Literaten als Vorbild, die versuchen, die Bewegung der Kamera oder des Schnitts literarisch in Sprache nachzuvollziehen, sich von diesen Techniken was abzuschauen. Oder in der Malerei natürlich ganz genauso, die also ohne den Einfluss des Kinos dann gar nicht mehr zu denken ist. Die Ausstellung wurde im Rahmen von 2 Semestern von Professor Dr. Patrick Rössler und seinen Studenten inhaltlich aufbereitet. Realisiert wurde sie dann gemeinsam mit Architekturstudenten der Fachhochschule Erfurt. Ich finde es alles wahnsinnig ästhetisch und auch gerade wenn man es irgendwie in diesen, also so vergrößert sieht, wie es jetzt hier eben mit den Bannern passiert ist, dann ist es nochmal ein ganz anderer Eindruck, als wenn man das alles in so kleinen Büchern hat, die wahrscheinlich auch in irgendwelchen Dachboden vermodern würden, wenn wir sie jetzt nicht hier so groß mal aufgezogen hätten. Ja, beeindruckend ist ganz einfach, dass man die Anfänge des Films beleuchtet oder dass wir gemeinsam die Anfänge des Films beleuchtet haben, das, was für uns heute selbstverständlich ist und was damals Meilensteine der Entwicklung waren und was weiterentwickelt wurde, zum Beispiel die Autogrammkarten oder Filmplakate, die hier auch ausgestellt sind, war schon faszinierend, das Ganze. Wer sich nun vom Reiz des Kinos der goldenen 20er überzeugen möchte, hat noch bis zum 29. Juni Gelegenheit dazu.